Ocean's Grey Wave klingt, als käme jemand herein. Wer ist das bloß? Bonnet. Klingt so sinnlich schon wieder. Hat er seinen eigenen Herd mitgebracht? Was tut er mit so einer Flüsterstimme? What? Also, weicht euch den Speichel vom Mund. Ich habe verstanden, ich habe erst gelesen, wahrscheinlich wünscht ihr euch doch den Speichel von meinem Mund. Ich lese irgendwie nur was ich lesen will, ne? Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Rölpi und ich begrüße euch zurück zu Fire Emblem Engage. Ja, wir machen heute eine Sidequest, ne? Und zwar, ich komme ja noch mal auf Screen an, mit hier sein Gespräch, ne? Ich habe doch richtig gelesen, ich weiß ja nicht, aber ich glaube nicht. So, irgendwie ist hier noch niemand, doch noch niemand ist hier bei A, aber ich nehme an, da muss ich erstmal ein A-Gespräch hier freischalten, ne? Wo ist er denn jetzt? Ich finde gar nicht. Das war schon B1. Oh, cool. Gut. So, bevor wir es hier vergessen, wir gehen jetzt die Bandgespräche hier schon mal ganz schnell durch. Das sind nur 1, 2, 3, 4, 5. Und zwar habe ich wieder einige Leute trainieren lassen mit meinen Charakteren. Mit meinen Emblemen, meine ich. Und zwar live. Wo ist Chloe hier? Live habe ich ja mit Chloe den trainieren lassen. あなたはまるでおとぎ話の英雄のよう。その白い甲冑が光を思わせる成果しらね。僕は英雄なんかじゃないよ。周りの人たちがその役割をくれただけさ。Ich komme aus normalen Umständen. Meine Eltern sind in einem Barbecue draufgegangen. Nee, ist gar nicht wahr, die sind davor. Die haben es nicht mal zum Barbecue geschafft. Da wurde ich von Finn, dem Menschenjungen, großgezogen. Eine Lanze hatte anstatt ein Schwert. So, Rosa hat euch mit Roy trainieren lassen. Sehr wahr, wie diese ganzen Konstellationen hier funktionieren. かわいい髪の色してて、すごく羨ましいな。かわいい髪の色初めて言われたよ。とにかく力を合わせて頑張ろう。 Ja, ist so Anime. Roy hatte irgendwie voll seine Haare in Fire Emblem 6. Er konnte irgendwie, weil man in den früheren Fire Emblem konnte nicht jeder hier mit jedem immer supporten, ne? Das ist ungefähr hier. Jade kann zum Beispiel auch nicht mit jedem, doch sie kann mit einer Menge. Ach, das sind alles Bandgespräche. Ja. Da konnte nicht jeder mit jedem hier supporten, ne? Heute ist halt viel, weiß ich nicht, da gibt es. Jeder kann mit jedem supporten. Damals hat es irgendwie mit jedem Charakter irgendwie so 4, 5 Leute oder so. Roy hat als Hauptcharakter natürlich irgendwie so 7 oder 8. Und ich glaube 7 von 8 oder 6 von 7 waren als Mädchen. Also der Gott. Also das, ah, da wird ersetzt. Okay, ich wollte schon sagen. Haben die einfach Falchion von Marv entehrt oder weiter? Da habe ich mich schon immer gewundert, ob das exakt gleiche ist, aber ich glaube nicht, ne? Weil Falchion von Marv, das ist ja so ein Rapier. Das Falchion von Lucina und Chrom, das ist ja so eine, ja, so eine zweischneidige Klinge. So, Wanda, aber ich glaube doch nicht, aber Wanda kommt mal heute zum Zug, ne? Ihn habe ich mit Corin trainieren lassen. Doch, damit er links bekommt hier. Damit er Momente lernt, ne? Wegen Supportpunkte. Sein da.
oder japanischen Name Max. So, und dann habe ich noch meinen Hauptcharakter mit Corin trainieren lassen. Ich habe ihn auch Momente übergebracht, weil er jetzt auch Supportpunkte hier einsammeln kann. Ich war ganz sicher gehen, dass wir die Orde kriegen, weil irgendwie greife ich nicht mehr so oft mit meinem Hauptcharakter an, habe ich so gefühlt. Ich benutze ihn mehr so zum Supporten. Also im Sinne von, ich packe eben neben andere Charaktere, damit er die hochballert mit seinem persönlichen Skill. Weil wenn ich ihn ja anliegen lasse bei anderen Charakteren, dann machen die ja mehr Schaden und allein weniger Schaden. Oh, Entschuldigung, da muss ich mal kurz aufstoßen. Ich habe andere Klamotten dann, ne? Wie soll es auch sonst sein, ne? Gucken wir uns die Unterstützung an, die ich gefarmt habe. Ich habe hier noch, ist mir erst voll spät aufgefallen, Saphir ist ja neu reingekommen, ne? Dementsprechend muss ich mit ihr ja natürlich den Support holen, ne? War ziemlich einfach. Gucken wir uns das an. ありがとうございます。礼には及びません。私もいい汗を流せました。さすがブロディア王国指折りの王城兵ですね。ついていくのがやっとでした。神竜様こそ素晴らしい腕をお持ちです。まだまだ伸びしろも多く感じます。鍛錬を続ければもっと強くなりますよ。私が保証します。 ザフィーヤの攻撃には力強さというか、マイスンベアートフォンアンカート。このような気迫がありますね。私も鍛錬を続けていれば、そのような気を発することができるのでしょうか。ザフィーヤ、ああ、すみません。神竜様にこのような気迫は身につかない方がいいと思ってしまいまして。神竜様は誰にでも優しく、鍛錬中もいい表情をされています。 Okay. Dort ging schnell. So, nächster Kagetsu. Los geht's. Hi, dreh mich auf. Shinryu-dono-wa,髪の毛の色も特徴的じゃ。龍族では一般的な髪型なのか？どうなのでしょう。 Man kann ich mich meinen einverwandeln. リュウ族には不思議がいっぱいじゃな。たくさん質問してくれているのにあまり答えられなくてすみません。要は神竜殿と話しているだけで楽しいぞ。世の故郷では神竜や蛇竜ではなく東洋竜を信仰していての神竜殿の存在そのものが興味深いのじゃ。東洋竜を Drachen des Ostens. Das ist irgendwie eine Anspielung an das DLC, das irgendwann rauskommt. Da gab es ja auch schon einen Trailer. Da kann sich auch irgendjemand einen Drachen verwandeln, glaube ich. Das ist immer interessant, so Woda aus, also diese japanischen Katanas, die es im Fire Emblem gibt, deren Beschreibung ist meistens immer, oh, eine Klinge aus einem fernen Land oder so, was immer irgendwie andeutet, dass es irgendwie eine japanische Kultur gibt außerhalb von dem Kontinent, wo meistens das Spiel stattfindet. In Fire Emblem Fates spielt man ja ein Spiel mit japanischer Kultur. Also entweder man hat Ritter, Kavaliere und so, wenn man für Nor spielt, oder wenn man für Ushido spielt, dann hat man Samurais, Ninjas und so. Mit Katanas, Wurfmessern, nicht Wurfmessern, Schuriken, Diebe in Fire Emblem Fates Nor haben, glaube ich, Wurfmesser, ja, ne? Die haben Dolch und Wurfmesser. Und ja, Ninjas haben halt Dings, Schuriken. So, Chloe. Klassisch.
おとぎ話の登場人物そのものです。そうなのでしょうか。はい、神龍様ほど特別な人はそうそういません。決して平凡な人生を歩むことはなく、刺激と興奮に満ちた人生を歩む運命。ああ、羨ましいです。 Ja, wie bist du auch dabei? いろいろな人の思いを背負い戦う。その人生に後悔はありません。平凡な人生を歩むことはない。それも本当のことなのでしょう。でも私にとっては平凡こそが羨ましいと思う。ごめんなさい。おとぎ話のような生き方に憧れるあまり、つい神龍様のお気持ちを考えることができませんでした。 Ich bin nur ein ganz normales Mädchen mit einem ganz normalen Leben sein. Also irgendwie der Plot von so vielen, weiß nicht so, wie nennt man das überhaupt nicht so? So Teenie-Dramas, also Zeichentrick-Teenie-Dramas. Irgendein magisches Mädchen irgendwie, weil er nicht versucht, normales Leben zu führen. 大丈夫です。それは気持ちだけで十分ですから。So。Fehlen gar nicht mehr so viele, glaube ich, ne? Oh doch, eine Menge Leute. Ich glaube nicht, dass ich hier A krieg mit jenen, aber ich werde es versuchen. So, dann habe ich so eine kleine Rentnerrunde hier. Mir kam einfach in den Sinn, alle älteren Leute hier mal so ein bisschen supporten zu lassen. Und ja, die konnten alle direkt miteinander supporten nach einer Aktivität. Einmal Äpfel pflücken oder Orangen pflücken, einmal schwimmen und so. Und ja, dann gucken wir mal. Einmal Linden und Saphir. Linden-dono, tsukanu koto o kiki shitai. Nanja, Saphir. Ie. Yahari nan demo arimasen. Wollte mich heiraten. Nani yara shinkoku na kao o shite oru no. Shikamo tsurasou ja. よからぬものを心に溜め込んでおれたみた。わしへの気遣いなど無用じゃから遠慮なく吐き出すがいい。30年ほど前、リンデン殿はすでにイルシオン兵でしたか。当然じゃ。わしはイルシオン国内の学園を卒業した後、すぐに王城兵に取り立ててもらったからの。では、 イルシオン兵として、ブロディアに侵攻したこともありますよね。そうじゃな。侵攻した土地のことは覚えていますか？例えば、やはり話はここまでにしましょう。Das war wirklich irgendwie der Plot von zwei älteren Charakteren in einem anderen Spiel. Triangle Strategy. Ja, die auf der falschen Seite, auf gegenüberliegenden Seiten vorher waren und sich dann irgendwie in der Gruppe getroffen haben. Hab ich von Jahr gespielt, Triangle Strategy. Sehr gutes Game. Nur halt ein bisschen kurz. Aber macht super Bock, der Kampfsysteme. So, dann haben wir Linden und Wanda. リンデン殿、どうかされたのですか。嘆かわしいことに、最近腰痛がひどくての。イルシオンの王城兵として大活躍したわしも年齢には勝てないようじゃ。何を言っているんですか。リンデン殿は今も賢者として活躍しているではないですか。そうは言うがな、昔に比べると衰えがひどくての。バンドレだっていい年じゃ。 Bruder, ich habe die schlechtesten Werte in der ganzen Armee. バンドレは前向きじゃな。 わしも見習うとしよう。無論年を取って衰えたとはいえ、
まだまだ若者に負けるつもりはない。その意気です、リンデン殿。老人はゆっくりと休みたいところじゃが、老体に鞭打ってもう少しだけ頑張るとするかの。 Okay, ja, ich meine, im Gegensatz zu Wanda hat er noch halbwegs was drauf. Und sie auch. Was habt ihr denn zu besprechen? Ich weiß noch, als damals, als das Spiel angekündigt worden ist, als man ihn zum ersten Mal gesehen hat und einige Leute gedacht haben, er wäre der Hauptcharakter, also Wanda. Er war, glaube ich, der erste Charakter, den man so sieht, der irgendwie so geleakt wurde, ja. Bevor man irgendwas von dem Spiel noch wusste. バンドレ殿が編み物をしているとは意外で。まったく、そんなことで驚くとは。あなたには趣味というものがないのか。私の趣味は鍛錬だけです。騎士にそれ以外のことは必要ありません。まだまだだな。この経験が実際の戦場で役立つこともあるというのに。どういうことでしょうか。編み物は地道で小さな作業の連続だ。 焦って結果を出そうとすれば、綺麗な編み目が作れなくなる。戦場でも同じようなことが言えるのではないか。なるほど。一理あるかもしれません。どうだ。編み物に興味が湧いてきただろう。はい。では編み物を教えてやろう。きっと何か感ずるものがあるはずだ。 Okay, wir gehen stricken. Warum nicht? Saphir sieht irgendwie aus wie eine ältere Version von Jade, oder? Ist mir gerade so aufgefallen. Gut, so, dann gehen wir mal kurz raus, ne? Weil das haben wir jetzt alles erledigt. Und dann gehen wir noch was essen und dann stürmen wir hier Corins Nebenquest. Und da war schon mal von Corin reden. Ne? Ich habe seit heute offiziell jede einzelne unterschiedliche Figur von Fire Emblem als Amiibo. Ich sage Figur, einzigartige Figur oder Charakter, weil theoretisch gibt es noch zwei andere. Und zwar die Fire Emblem Awakening Version von Chrome und Lucina. Aber ich habe schon die Smash Bros. Version von den beiden und ich werde mir die jetzt nicht mehr oder weniger noch mal doppelt holen, vor allem weil die auch die gleichen Funktionen erfüllen wie, also spielmechanik mäßig die gleichen Funktionen erfüllen wie die Smash Bros. Version. Von daher werde ich mir jetzt nicht auch noch holen. Hauptsache ich habe alle unterschiedlichen Charaktere. Und ja, ich habe alle unterschiedlichen Charaktere. Ich versuche mal daran zu denken. Ich habe nämlich auch ein Foto davon gemacht. Ich dachte, vielleicht hier so kurz reinhänge. Das sind 12 Fire Emblem Figuren, 12 Amiibos, und jede von diesen Amiibos tut ja hier so eine, so ein Kostüm freischalten, ne? Und da kann ich ja mal durchgehen, ne? Ich müsste jetzt nämlich alle haben. Und ja, das ist irgendwie clever gemacht, ne? Man kann nur alle bekommen, wenn man alle 12 von denen hier gekauft hatte. Ich hätte mir die so oder so gekauft. Also das Spiel hat mich jetzt nicht darüber redet, hier jetzt die Dinger zu holen. Ich hätte mir die so oder so irgendwann mal geholt. Jetzt habe ich wenigstens einen Grund gehabt, die mir ja mal endlich anzulegen. Ne? So, wir haben ja Marv, wir haben Sigurd, wir haben Life, wir haben Roy, wir haben Ike und wir haben Balef. Das sind 6 für die Männchen. Leider kann irgendwie nur die Adligen und mein Hauptcharakter alle Dinger tragen. Ne? So normale Charaktere können die leider nicht tragen, leider. Finde ich ein bisschen schade. Und ja, hier haben wir Celica, Lynn, Erika, Mikaya, Lucina und Corin. Das sind 12, ne? Und wir haben ja 12 Ringe. Sehr cool. Ich wünsche mir echt, alle Charaktere könnten die tragen, aber ja, ging nicht. Und ja, jedes Mal, wenn man eine einzigartige Figur eingescannt hat, dann kriegt man ein Modeticket und ein Musikticket, die man dann für die ganzen Dinger ausgeben kann. Und ja, ich hatte jetzt genau 12 Amiibos, 2 verschiedene, was bedeutet, ich hatte 12 Modetickets und 12 Musiktickets. Die Musiktickets habe ich mir noch nicht angeschaut, aber ja, ich habe alle Kostüme, die ich kaufen konnte, und ja,
finde ich super. Ich finde nur ein bisschen schade, dass man die im Kampf nicht sehen kann. Das wäre natürlich auch super gut gewesen. Ja, die Lieder habe ich mir noch nicht alle angehört und ich bin mal da durchgegangen, aber ich habe mir nicht richtig angeguckt. Die kann ich mir auch kaufen. Ich weiß gar nicht, wo man die abspielen kann. Ich glaube, die kann man, wenn man Zufallskämpfe macht, abspielen, ne? So, das von Fire Emblem 5 kommt mir nicht bekannt vor. So, fällt der Name der Ebene. Ja, das ist mehr oder weniger das Kampf, also das Kapitelthema von Lin. Bei Fire Emblem 7 war es so, man musste erst die ersten, ich glaube 10 oder 11 Kapitel musste man mit Lin spielen. Da musste man entweder mit Eliwood, also Roys Vater, oder Hector spielen. Und das war sozusagen das Kampfthema von Lins Story. Oder der Prolog hieß das, glaube ich, ne? Ja. Ja. Boah. Das ist von Fire Emblem 8. Eines der besten Lieder der gesamten Serie. Das ist das finale Kapitel von Fire Emblem 8. Das ist super. Das Schicksal in Flammen. Das ist vom Fire Emblem Awakening, ne? Ja, Wetterhabenen. Oh, sehr gut. So, Wetter Vernies. Ich glaube, das ist das finale Kampfthema von einem der Parts, die man spielen konnte. Ich weiß nicht welcher. Das ist das finale Kampfthema jedenfalls. Ich glaube von Hoshido, ne? Okay. So, und da war mehr oder weniger Zufallskampfthema in Fire Emblem Three Houses. Nee, war nicht so. In Fire Emblem Three Houses war es so, man hatte irgendwie so Punkte, die man ausgeben konnte, mit denen man entweder weiß nicht die Schüler trainieren konnte, oder man konnte ja auch ausgeben, um irgendwie Zufallskämpfe zu machen. Man hatte nur eine limitierte Anzahl. Hier kann man ja irgendwie theoretisch unendlich, glaube ich, kämpfen, ne? Und auf der Weltkarte scheinen die Gegner irgendwie zu respawnen immer. Ich glaube, die tun sich immer so nach jeden Tag irgendwie resetten. Das heißt, man kann mehr oder weniger die unendlich farmen. Fire Emblem Three Houses muss, war es ja da ein bisschen mehr limitiert. Und ja, da war dann ein Kampfthema, wenn du in so einen Kampf reingegangen bist. Da hatte man irgendwie mehr Grund, so noch Zufallskämpfe zu machen, weil da muss man halt eine Entscheidung treffen, ob man lieber einen Zufallskampf macht oder ob man irgendwie seine Schüler trainiert oder irgendwas anderes. Deswegen mache ich das hier nicht, weil man hier kann man theoretisch unendlich trainieren. Und ja, das. Weil nicht, das fühlt sich ein bisschen mehr gecheatet an. So, wir gehen was essen. Mit wen? Linden, ne? Ne, nicht Linden, Sia, Saphir. Und weiß nicht. Diamant hat auch schon B. Zwei Leute, die noch auf C sind, wenn es geht. Wie du zum Beispiel. So. Was ist das für eine Auswahl? So, Kartoffelfischauflauf. Herzhafte Brottorte. Ich hätte gerne die zwei Geschicklichkeit. Also Kartoffelfischauflauf soll es sein. Und seltener Fisch. Bitte Farmer ist nicht. Weiß nicht, wie schwer das nächste Kapitel sein wird. Nein, zu spät. Oh, ich kann Werte verlieren dadurch. Oh, oh. Das ist natürlich jetzt nicht gut, ey. Man kann Werte verlieren durch das? Oh, oh. Du Idiot! Ember, du.
Der Typ will uns umbringen. Na gut, okay. Kein Ding. Je nachdem, wie schwer das nächste Kapitel sein wird. Ich fasse halt einfach nicht. Je nachdem, wie schwer das Kapitel jetzt sein wird, ist das bestimmt nicht so von Bedeutung, ne? Aber wenn doch, dann setzt es was, Ember. Okay, mit vollen Fragezeichen, Magen gehen wir dann und brechen zur Weltkarte auf. Und wir tackeln mal Corins Nebenquest. Alla. Hier will ich nicht hin. Kreuzweg des Schicksals. So, und von wie das da aussieht, ne? Ich glaube, das ist nachempfunden von dem sechsten Kapitel von Fire Emblem Fates. Also das Kapitel, wo man entscheiden musste, welche Familie man sich anschließt oder je nachdem welche Familie vorgegeben ist, je nachdem welche Edition man sich geholt hat. Und das war sozusagen das Kapitel, das direkt danach gespielt hat, nachdem man sich für eine der Familien entschieden hat. Und da musste man gegen die Familie kämpfen, für die man sich nicht entscheidet hat, mit der Familie, für die man sich entschieden hat. Und da war halt das Kapitel sozusagen, aber das war ein trauriges Kapitel. Und ja, das machen wir heute, ne? Ich nehme an, das war das Kapitel. Es sieht jedenfalls so aus. Es sieht so aus wie, das sieht 1:1 aus wie dieser Screen, wo Ryoma gegen Xander gekämpft hat. Also ja. Und diesmal muss ich mal auf die ganzen Charaktere da achten. So, ein Ort von großer Bedeutung für Emblem Corin und schaut was einer Prüfung für den Wirmgott. Diesmal habe ich daran gedacht, dass ich Corin nicht jemanden ausrüsten muss, weil wir gegen Corin kämpfen müssen. Von daher, ja, wird jetzt nicht nötig sein, hier jemanden zu trainieren. Die Welt verändern. Jemanden Corin zu geben, meine ich. Nicht trainieren.見覚えがあるような決して忘れられないあの場所に。どうしたんですか、ガム。ここはあの場所にとても似ているのです。私にとっての運命の分岐点。運命の回路。私は三つの運命から一つを選び取らなければなりませんでした。三つの運命。ああ。私の世界には 対立する2つの王国がありました. Also es ist Canon, also Fire Emblem Revelations. Der dritte Pfad ist der Canon, was mehr oder weniger DLC war. あるFire Emblem Revelation war das DLC. Und da war eine Edition, die man sich auch noch holen musste, zum Vollpreis. Und in dieser Edition stellt man sich gegen beide Familien. Ich habe mich lieber Smash angeschlossen. Und irgendwann haben sich dann beide Familien an einen angeschlossen. Also man konnte sozusagen alle Charaktere im Spiel spielen, mehr oder weniger. Bis auf einige Ausnahmen. Mein Gott, Fire Emblem Fates war so schlecht. Die Story war so... Boah. Ich kann das gar nicht so jetzt zusammenfassen, aber das ist ein absoluter Kollateralschaden. Das Storytelling von Fire Emblem Fates. Dagegen ist das hier ein Meisterwerk. Dagegen ist das Storytelling in diesem Spiel ein absoluter Blockbuster. Und der Grund dafür ist ironischerweise Corin. Weil Corin ist so unglaublich schlecht porträtiert in dem Spiel. So. 8 Leute. Entschuldige, was? Das sind zu wenig.
So, lass ich mal hier kurz rumgehen. Jetzt, ich muss mal auf die Charaktere alle achten. Die sind bestimmt alle Anspielungen an Charaktere aus Fates, ne? So, du hast bestimmt das Yato jetzt, ne? Ja. Heiliges Schwert von Emblem Corrin. Aber nur eine Reichweite. Das Wakizashi hat nur zwei Reichweite, genau. Das heißt, sie können wir eigentlich voll einfach erledigen. Sie hat nur 33 Angriffskraft, aber sie hat hier so solche Sachen, ne? Aber das nur, wenn sie den Angriff einleitet. Ich habe so das Gefühl, das wird irgendwas wird ja gleich passieren, was mir nicht gefällt. Ich weiß das jetzt schon. So, sie wird jetzt eigentlich nicht so. Solange sie nicht den Kampf initiiert, ist eigentlich ja nichts so unglaublich schlimm. So, ich muss mal auf die Charaktere achten. Sind das alles Anspielungen an Magieritter, Rittmeister? Ja, das sind alles Anspielungen an Charaktere. Das ist die Nor-Königsfamilie. Ja, das soll Camilla sein, ne? Weil die ein Magieritter war. Und Magieritter waren, ne, Malekritter, glaube ich. Da waren irgendwie Drachen-Einheiten, also drachenfliegende Einheiten, die Magie benutzen konnten, und Äxte. Hatte soll Elise sein, ne? Eine Heilerin auf dem Pferd. So, das hier soll Xander sein. Weil er auch ein Rittmeister ist, genau. Das hier soll Leo sein, ne? Aha. Ich bemerke die Anspielungen. Dann nehme ich an, soll das hier Hoshido sein, ne? Ryoma, ja. Schwertmeister mit einem Donnerschwert. Ja, ne, was hat er denn dann? Oh, er hat nur eine Silberklinge. Purgativ, Orkanachs. Ja, weil sie eine Magierin war, genau. Ja, weil Ryoma hat ein legendäres Schwert, das Raijinto, was mehr oder weniger ein Donnerschwert auf Crack war. Das irgendwie kein Magieschaden, sondern physischen Schaden gemacht hat. Und ja. Mein Gott, der ist nicht so stark. Der ist überhaupt nicht stark. Wow. Wenn das hier der echte Ryoma wäre, ne, der wird uns fertig machen. Ryoma ist einer der stärksten Charaktere in Fire Emblem Fates. Der macht einfach alles kaputt. So, das hier soll Takumi sein, ne? Das soll Hinoka sein. Und das soll Sakura sein, ne? Silberlanze, Silberbogen. Er hat auch keinen magischen Bogen. Er hat nicht den Fujin Yumi. Also Raijinto, Fujin Yumi, ne? Also Anspielung an die beiden Götter, ne? Den Donner und den Windgott, ne? So, sollen halt auch irgendwie welche sein? Hier sind nur Lanzenkämpfer. Scharfschütze, zwei Schützen, ne? Ich glaube, hier sind gar nicht so viele Leute, sehe ich gerade. Ich dachte erst, sie wären auch alle so Anspielungen an irgendjemanden gewesen. Aber sieht nicht so aus. Ah ja, jetzt bekomme ich die ganzen Sachen mit. Nicht schlecht. So, okay. So, unsere Werte sind reduziert und wir können nur 8 Leute mitnehmen, ne? Weiß nicht, was ich davon halten soll. Nehmen wir euch beiden mit. Damit Wanda wird halt heute nichts, ne? Doch. Doch. Ich darf ihn nur halt nicht in Reichweite packen von irgendwas. So, er wird natürlich nicht unseren offiziellen Heiler hier ersetzen, ne? Weil wir brauchen trotzdem noch einen kompetenten Heiler, ja? Der uns hier carried, wie zum Beispiel Fram. Na, ich werde ihn nicht als einzigen Heiler hier deployen, weil... Weiß ich nicht, wo sieht man das hier? Heilung 14. Er heilt... Ich meine, das ist eigentlich nicht so wenig, ne? So ein paar Kratzer kann er natürlich heilen, ne? Aber wir brauchen trotzdem einen offiziellen Heiler. Also warte, ich nehme sogar 2 mit. So. Jetzt haben wir 3 Heiler hier. Ah, kann nichts schief gehen, ne? So, Problem ist, ich habe mehr Ringe hier, als ich brauche. So, wir haben ja Wälder. Das heißt, muss ich mal ganz kurz gucken. Sie hat Ausweichen von 150. 134, 134, 45, 148, 142, 141, 137, niemand wird sie treffen. Er ist ein Magier, das heißt, er ist der Einzige, der eine Chance hat, sie zu treffen.
Alter, wer hat das erfunden? Das ist doch sowas von krank. Also sobald ich sie in den Wald reinpacke, okay, die Leute hier erreichen mich nicht, ne? Also ist super verdächtig. Ich weiß genau, was hier passiert. Sie setzt ihre Drachenader ein, ne? Weil das war so eine Funktion im Fire Emblem Fates, wo man irgendwie das Areal irgendwie beeinflussen konnte, wenn man an bestimmten Punkten gestanden hat. Und die wird jetzt hier in den Fluss einfrieren, ne? Und dann, wenn ich unachtsam bin, dann kommen die Leute alle von allen Seiten, ne? Ich weiß genau, was die Art machen wir. Das ist schon sowas von klar. So, ich habe so das Gefühl, ich brauche einige Fliegeneinheiten, aber. Weil hier sieht das relativ so aus, als habe ich gerade gemacht. Okay. So war mal so, ne? Diamant und Timera werden, glaube ich, so ein bisschen hier carryen, ne? So, dann nehmen wir hier Silberschwert. Da ist sich an. Die sind noch nicht mal so stark. Kriegerschwert. Okay, der ist stark, aber der hat auch ein Kriegerschwert. Also meine Strategie wäre jetzt hier irgendwie hier die Brücke so abzublocken, ne? Aber ich weiß genau, was hier gleich passiert. Von daher mal schauen, wie das abläuft, ne? So, was mache ich hier? Ich muss irgendjemand hier empfangen. Vielleicht ihn oder sie, ne? Machen wir das. Das sieht relativ chillig aus, ne? Wir haben uns wissen ja, wie das Kapitel mit Lucina abgelaufen ist damals, ne? Waren auch nicht so viele Charaktere. Von daher gucken wir mal. Ich werde wahrscheinlich, falls hier die Kacke am Dampfen ist, sollte ich vielleicht mit Framir vorbeikommen und Dings machen. Ich glaube, ich brauche kein Purgativ. Ich habe drei Heiler. Was habe ich jetzt gesagt? Einfrieren will ich mal machen. Einfrieren. Für den Fall der Fälle, ne? Was ich auch machen könnte, ist, ich könnte Teleport einsetzen, ne? Dann könnte ich Yunaka so schnell wie möglich irgendwo hier parken. Dann kümmert sie sich um wortwörtlich alle Charaktere. Außer ihn. So, weißt du was? Ich glaube nicht, dass ich positiv brauche, ne? Kannst du einfrieren? Du kannst einfrieren. Na gut, dann nimm du das. Was ist deine Magie? Na, aber ich habe das dabei, ne? Dann versuchen wir mal. So. Falls wir nicht rechtzeitig genug dahin kommen, ne, dann muss ich Yunaka mal dahin packen, damit sie die Sache entschärfen kann. So, ich kann nicht alle Ringe mitnehmen, weil ich ein bisschen ankotzt. Und Fram hat keinen super Ring. Dann können wir ja mal ändern. Na, was gebe ich dir denn? Ja, das Wanda, Yunaka. Ist tanzen. Na, ich will aber nicht mein Heiler zum Tanzen benutzen. Oder will ich mein Heiler zum Tanzen benutzen? Ich glaube, ich will sogar meinen Heiler mal zum Tanzen benutzen. So, aber dann kriegst du jetzt einen anderen Effekt hier. Eine andere Fähigkeit, falls ich überhaupt eine ab. Nö. Verdammt. Okay, was soll's, wird schon klappen. So, ich könnte mit Rosado hier reingehen, ne? Hast du eine Kriegeraxt? Du hast eine Kriegeraxt, oder? 27. Ich glaube nicht, dass wir ihn down kriegen, aber wir können es mal versuchen. Seebalanz, das ist eine Menge Schaden, aber. Werde ich mich hier so ein bisschen rantasten wahrscheinlich, ne? Aber ich weiß genau, was passiert, ne? Hier wird gleich alles eingefroren, die können sich dann überall hin bewegen.
Weil jetzt sieht das nämlich voll praktisch für uns aus, ne? Die Gegner können sich nicht übers Wasser bewegen. Aber ich weiß genau. Da bin ich einen Moment nicht aufpasse, dann mit der See eingefroren, die können sich auf einmal. Ja, er hat schon angesprochen. Ja, das ist der finale Kampfnehmer. So. Aber ein bisschen. So, du. Ich werde dich sogar doppeln können. Cool. So, hier habe ich natürlich den Dings gegeben, die Feuerlanze, ne? Nachbarn Gegner anzugreifen und sich danach auf das Feld gegenüber den Gegner zu bewegen. Mal gucken, was ich hier mache. Kapitel sieht relativ easy aus. Ich könnte ihn ja erledigen, aber wir machen folgendermaßen. Wir machen hier. So, ja, müssen wir so schnell wie möglich mal hier runtergehen. So. So. Ich treffe so 100%. Aber ich habe nicht das Super Tomahawk dabei. Aber wird schon klappen. Also was? Ich krieg da 5 Level ab hier durch, ne? So inoffizielle. Oh, Level 10. Nicht jetzt schnell genug, da reinzugehen. Oh, Lanzenmeister ist auch nicht schlecht. Mach richtig mit der Kriegerachs. Nö. So, also was? Machen wir so. Aber diese Crit-Chance, aber so was, ich lasse dich einfach so auf uns zukommen. Ich sollte wahrscheinlich lieber erst angreifen, ne? Aber mach mal so. Komm her. Diese 1%ige Crit-Chance, aber so mal darunter. Oh, den kann ich natürlich auch machen. Ja, ne? Mal genauso. So, Wanda. Ganz vorsichtig. Darf ich nie in Reichweite von irgendwelchen Gegnern packen. Ich krieg den leider nicht down. So. Oh, guck mal, wie sie ihn fertig macht. Hat er Adios gesagt? Ja, ich habe natürlich alles nur Charaktere ausgesucht, die Level 5 waren, ne? So. Da kommt schon der nächste und der nächste. So. Naja. Klasse. Hat noch nicht mal getroffen, glaube ich. So, ich wusste, hier kommen noch mehr Leute. Wäre zu einfach gewesen. So.
So. Hat Anspielung an irgendjemanden? Magier, Heiler, Lanzenkämpfer? Ich glaube nicht, ne? Oder nicht? Ich glaube nicht. Die drei kriege ich, glaube ich, down, ne? So, 45 Schaden. So. Ich meine, ich komme sowieso nicht an den Typen da hinten ran, ne? Und du wirst ja wohl niemanden hier weghauen, ne? 35, 7, selbst wenn du sie krittest, aber jeder andere wäre ein Problem, glaube ich. Haben. Hat leider nicht so viel gereicht. So. Aber wenn ihr beide trefft, ne, wäre natürlich sehr gut. Sehr gut. Ja, das sind leider der eine Schütze noch, aber sollte eigentlich noch klappen, ne? Solange der niemand kaputt krittet. Ich glaube, Yunaka ist der einzige, der die in Gefahr ist. Ja, es ist eigentlich okay. So, wer konnte ja tanzen? Fromm konnte ja tanzen. Ich glaube, da werde ich sogar schon Gebrauch machen. Ich glaube, da wäre ein schnelles Kapitel, ja. Ja, du hast Elfen, wenn ich wusste es. Kann ich dich mit der Kriegerachse erledigen? Ah, muss ich treffen. Und wenn nicht, dann bin ich tot. Okay. Komme ich hier runter? Ja, ne? Wenn er weggeht. So, ich muss mal kurz überlegen. Machen wir den mal. Korn sah jetzt nicht so stark aus, ne? So. Ist auch nicht sehr viel besser. Aber das ist halt normale Kampfthema so von Fates. Nicht irre. So, treff beide Male, wenn es geht. Ja, cool. Ah, durchhalten. So, du kommst noch nicht mal daran, Mann. Boah. Warum kommst du denn hier dran, aber nicht? Oh, das gibt's jetzt nicht, Mann. Ja, da muss ich jetzt zurückdrehen, glaube ich. Versuchen wir noch. Vielleicht kriegen wir noch gerettet. Ich glaube nicht. Sie steht hier sehr ungünstig, leider. Ach. Die stehen aber auch alle echt doof hier gerade. So, cool. So. Muss ich den ja machen. Versuchen wir, hat hier noch zu retten.
Wanda. Wow, er macht sogar halbwegs Schaden mit dem Tomahawk. Er könnte er ihn erledigen? Würde mich voll überraschen. Wow. Na, dann müssen wir ja tanzen. So. Und warum habe ich das weggedrückt? Wir sehen. Ich glaube nicht, dass ich mit ihr schon mal irgendwie engaged habe. So. Ihr müsst jetzt hier alles erledigen. Was glaube ich nicht möglich ist, aber versuchen wir es. So, eben muss ich ja außerhalb der Reichweite von allen hier packen. Er ist sogar außerhalb Reichweite von. So, ich passe nicht. Wanda kriegt ja einen Kill. Die Rückkehr. Sie beginnt offiziell. So, wen kann ich denn hier am Leben lassen? Ich glaube nicht irgendeinen, ne? 38. Ob du willst sogar überleben, ne? Warte mal. 5, das sind 10. Nein. Aber warte mal. Du überlebst doch, wenn du mehr als Dings hast, ne? Die KP ist Einheit zu Beginn des Kampfes. Über 30%. Du lebst immer mindestens. Ist das 30%? Ich bin mir nicht sicher. Ist das 30%? 19 von 53. Die Hälfte von 53 ist 27. Das ist genug, oder? Aber das ist nicht gut. Wir können ja mal gucken, wie das hier abläuft, ne? Das Problem ist, ich werde hier niemand anderen erledigen können. Schon vergebens hier, glaube ich. Und hey, da bin ich in Reichweite von allen. Cool. Okay, versuchen wir es. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden jetzt wecken und Dings verlieren. Rosado, aber gucken wir mal. Oh, und da bin ich in Reichweite von irgendjemandem. Cool. Ein Magier auch noch. Aha. Machst du ihn noch nicht mal fertig mit dem Panzerbrecher? Das gibt's jetzt nicht. Nee, wir sind tot. Nee, brauche ich gar nicht erst versuchen. So, die Situation hat mir eigentlich gefallen. Nur hier muss ich das ein bisschen anders angehen. Ach, das gibt's jetzt nicht, Mann. Das ist so blöd hier. Was hat hier so machen? Das gibt's nicht. So. Wenn ich ihn jetzt hier wegpacke, dann wirst du dich ja nicht hierhin bewegen können, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Das könnte der, glaube ich, sogar schaffen. Verdammt. Okay. Wen habe ich anvisiert? Dich. Ja gut, dann gehen wir eben weg. Also funktioniert das nicht. Wanda.
Heile, bitte. Wie funktioniert dieses Ding? Da, Momente, das ist auch nicht schlecht, ne? Ja gut, dann müssen wir halt so machen, ne? Geht leider nicht anders. Irgendwie wird das in der Situation leider nichts ändern. Ich könnte natürlich Dings einsetzen, ne? Ich könnte den ja machen. Du machst mich fertig, ey. Wie kann das eigentlich sein, dass du nie genau überlebst, ey? Na, wenn ich dich hier hinpacke, ne, dann erreichst du uns nicht. Und ich werde einen Angriff hier überleben. Hoffentlich. Weil ich Farm daneben stelle mit Protection. Also ja, da wird schon klappen. Obwohl Farm ist nicht mehr. Doch, sie ist voll AP, ne? Ja, stimmt, weil sie ja gar nicht getroffen wurde. So, das sollte jetzt klappen. So, auf wen gehst du los? Okay, warum auch auf eine Person losgehen, die sich nicht wehren kann, ne? So, jetzt wird er leider. Aber der Magier wird nicht 43 HP abziehen. Mit neben dem 43. Außer der doppelt mich vielleicht. Er kommt noch nicht mal ran, weil der andere Typ sich erst bewegt hat. Cool. So. Wenn ich ein bisschen näher hier dran wäre, ne? So, könnte ich dich erledigen? Ich glaube ja. Und dann mache ich mich hier voll zum Target hier. Ich kann natürlich auch sie heilen. So, ich könnte hier reingehen, dich erledigen. Nein, wie kann das eigentlich sein, dass mir immer ein HP fehlt zu allen? So ein Erzritter, ne? So. Sicher, du hältst all meine Schläge hier aus. So, warte mal. Du wirst ja wohl Wandern nicht erledigen können, ne? Du wirst ihn gar nicht erreichen können, glaube ich. Ne. So, wir müssen uns hier um erstmal kümmern, habe ich so Gefühl. So, mach mal so, ne? Ich bin ziemlich sicher, wir sind in Sicherheit mit Wanda. Oh Gott, wenn er daneben haut, ne? Da wird er nicht 90% kommen. Danke. Okay. Jetzt kann sie hier reingehen. Cool. Problem ist, das ist ein Magier, der sie ignorieren kann. Na, ich weiß nicht, ob das auch so eine gute Idee jetzt gerade war, ne? Mal hier. Mal den, ja. Ja, genug Leute hier einpacken, wird das schon klappen. Vor allem nicht auf der linken Seite. Muss ich einfach erledigen. Mache ja keinen Schaden. Muss mehr Schaden. Ja, man, ich muss hier den machen, ne? Brech ich erstmal die Knochen. Dash. Versuch mal zu kontern. Kannst du nicht. Ha, weil ich gebrochen habe. Voll wenig Erfahrungspunkte, cool, ne? So, und er, ja, er macht nichts gegen ihn.
Schaden machst du gegen sie zu viel, ne? Ups. Ah. Komm, treff. Jawohl. Du weißt nicht, ne? No. So, machen wir den hier. Das Schwächen und so, ne? Und dann gehst du hier rein. Machst den platt. So, und sie hat nur zwei Waffen, weil sie... Keine Ahnung. Mehr braucht sie irgendwie gar nicht. Die Lanze ist voll weggeflogen. So, ich weiß nicht, was ich in der Situation hier machen soll. Komm ich heran an mich. Ich könnte ja Klone einsetzen, aber brauche ich im Moment nicht. Ja, muss sie einem da schützen kann. Was geht, ja. Bonk. Ach mein Gott, muss es so. Muss es ihn unbedingt töten, Mann. Gibt's doch keine Erfahrungspunkte mehr, Alter. Nein. Was? Das hat jetzt in. Hat der das? Was hat der jetzt gebracht?